zeige heute eine spezielle Grilltechnik, die sogenannte Kaltrostmethode. Wie der Name schon sagt, wird der Rost. Es ist wichtig, dass die Kohle richtig durchgeglüht ist, damit sie in einer sauberen Verbrennung ist und du nicht. Achte jetzt bitte darauf, die Steaks nicht mit der Grillzange in die Länge zu ziehen. Nach der zweiten Minute beginnt das Spiel von neuem. Den Rost um 180 Grad drehen, Steaks wenden und auf die jetzt. Die Kruste ist der Oberhammer. Das bekomme ich sonst wirklich nur mit der Infrarotzone meines Gasgrills oder einem. Ich glaube, mehr Geschmack kann man einem Steak nicht geben. Hi, willkommen bei Rub & Smoke. Ich bin vor einigen Monaten im Netz auf eine Grillmethode gestoßen, die mich völlig fasziniert und begeistert hat und die ich seither immer wieder auch in meinen Grillseminaren anwende. Mir ist schon lange bewusst, dass man ein perfektes Steak nur hinbekommt, wenn man es schafft, ganzflächig Röstaromen auf der Steakoberfläche zu erzeugen. Das klassische Steakhouse-Branding sieht zwar super aus, es gibt dabei aber ein Problem. In den Zwischenräumen des Rautenmusters entstehen einfach zu wenig Röstaromen. Für den perfekten Geschmack brauchst du aber unbedingt ganzflächig so viele Röstaromen wie möglich. Ich war bisher der Meinung, so ein Steak bekommt man eigentlich nur mit der Infrarotzone eines Gasgrills oder mit einem Beefer hin. Ich verspreche dir, mit der genialen Grillmethode, die ich dir jetzt zeigen werde, wird das genauso perfekt. Also legen wir los. Wir beginnen damit, den Holzkohlegrill vorzubereiten. Als erstes zündest du die Kohlen in einem Anzündkamin. Mach ihn bitte randvoll und lass die Kohlen durchglühen, bis die obere Schicht leicht grau ist. Das dauert ca. 20 Minuten. Es ist wichtig, dass die Kohle richtig durchgeglüht ist, damit sie in einer sauberen Verbrennung ist und du nicht auf Rauch grillst, der schädliche Stoffe enthält und sich auch noch unangenehm auf den Geschmack auswirkt. Ihr fragt mich oft, ob ich lieber mit klassischer Holzkohle oder mit Briketts arbeite. Wenn du schnell große Hitze brauchst, wie zum Beispiel beim Steakgrillen, kannst du klassische Holzkohle nehmen. Sie erreicht schnell starke Hitze, kann aber die Hitze dafür nicht so lange halten. Die Holzkohle in gepresster Form hält deutlich länger und erzeugt, wenn sie durchgeglüht ist, auf jeden Fall trotzdem ausreichend Hitze, um schnell die perfekten Röstaromen auf einem Steak zu erzeugen. Alle wichtigen Informationen zum Thema Kugelgrillen erfährst du in dem Video, das ich dir hier verlinkt habe. Die Briketts sind jetzt nach 20 Minuten ready to grill und können in den Grill gefüllt werden. Sie erreichen zu diesem Zeitpunkt Temperaturen bis zu 500 Grad, die sie auf das Gargut abstrahlen können. Ich arbeite im Kugelgrill nur noch mit sogenannten Kohlekörben, da sich die Kohlebriketts im Grill schnell und einfach verschieben lassen und man sich dadurch seine Hitzequelle so einrichten kann, wie man das gerne möchte. Ich richte mir meinen Kugelgrill beim Steakgrill mit der 50-50 Methode ein, das heißt, die durchgeglühten Briketts sind in zwei Kohlekörben gleichmäßig verteilt und befinden sich auf einer Hälfte des Kugelgrills. Die andere Hälfte des Grills bleibt frei von Kohle und ist später unser indirekter Bereich, in dem wir unsere Steaks nach dem Angrillen dann langsam auf die gewünschte Temperatur bringen können. Lass den Grill jetzt bei geschlossenem Deckel 10 Minuten auf Temperatur kommen. Dabei sollten alle Lüftungsschlitze oben und unten offen sein, da so die maximale Menge an Sauerstoff durch den Grill zieht und nur dann die Kohle die nötigen Temperaturen erreichen kann. Das ist wichtig, denn wir brauchen für die perfekten Röstaromen richtig Dampf im Kessel. Ach ja, eine Sache hätte ich fast vergessen. Ich zeige heute eine spezielle Grilltechnik, die sogenannte Kaltrostmethode. Und wie der Name schon sagt, wird der Rost dabei erst kurz vor dem Grillen aufgelegt und deshalb jetzt auf keinen Fall mit vorgeheizt. Die Kaltrostmethode ist der alles entscheidende Trick für die perfekte Kruste und einem einfach genialen und authentischen Geschmackserlebnis beim Grillen auf Holzkohle. Das Ziel ist dabei, die Kruste möglichst vollflächig zu erzeugen, und zwar ohne verbrannte Stellen, was bei einem zu lange vorgeheizten Grillrost mit zu viel Kontakthitze leider sehr schnell passiert. Holzkohle erzeugt richtig durchgeglüht extrem starke Infrarothitze, die auf die gesamte Steakoberfläche abstrahlen kann und dadurch ganzflächig Röstaromen auf dein Steak bringt. Diese starke Hitze wollen wir wie bei einem Infrarotgrill voll ausnutzen. Je mehr braune, aber bitte keine schwarzen Röstaromen erzeugt werden, umso besser und intensiver wird dein Steak schmecken. Um das hinzubekommen, werden wir bei dieser Methode auf das klassische Rautenmuster verzichten. Und das funktioniert deshalb, weil der Rost nicht mit vorgeheizt wird und er deshalb kein Branding erzeugen kann. Diese Methode funktioniert übrigens bei jedem Grill, bei dem sich der Rost drehen lässt. Wie geht das jetzt genau? Ich
habe ja schon auf einer Hälfte des Grills mit den gefüllten Kohlekörben für entsprechende Unterhitze gesorgt. Ein Tipp noch zur Kohlemenge: Mach wirklich deine Körbe mehr als randvoll mit durchgeglühter Holzkohle oder Briketts. Die Kohlen dürfen ruhig sehr nah an den Rost heranreichen, und wenn du nicht so viele Steaks gleichzeitig grillen möchtest, könntest du auch nur einen Kohlekorb für das Angrillen nutzen. Grille jetzt Ribeye Steaks, die mindestens 3 cm dick sein sollten. Alles andere ist Carpaccio. Tupfe deine Steaks jetzt kurz vor dem Auflegen mit Zewa ab. Es ist extrem wichtig, dass deine Steaks beim Auflegen eine trockene Fleischoberfläche haben. Wasser und Fleischsaft über der Glut zu verdampfen, kostet nämlich erstaunlich viel Energie und Zeit. Und beides steht dann nicht für eine perfekte Kruste zur Verfügung. Damit die Fleischoberfläche trocken bleibt, salze ich jetzt wirklich erst kurz vorher mit feinen Salzflocken. Der Rost ist nicht mit vorgeheizt und kalt. Ich lege jetzt den Rost und dann gleich das Steak mit auf. Achte jetzt bitte darauf, die Steaks nicht mit der Grillzange in die Länge zu ziehen. Sie werden dadurch flacher, und wenn sie beim Auflegen nicht mindestens 3 cm dick sind, werden sie zu schnell garen und vielleicht schon nach dem Angrillen fertig oder drüber sein. Ich lege meine Steaks deshalb mit den Händen, nicht mit der Zange auf, und gebe darauf Acht, dass sie ihre Stärke behalten. Die Steaks werden jetzt erstmal für 60 Sekunden gegrillt. Für diese kurze Zeit lohnt es sich nicht, den Deckel zu schließen. Sollten Flammen hochschlagen, legst du das Steak einfach an eine andere Stelle des Rostes und grillst einfach weiter. Jetzt kommt der Trick bei der ganzen Sache: der sogenannte Spin. Das heißt, der runde Rost kann mit Hilfe einer Grillzange jetzt ganz easy um 180 Grad gedreht werden. Die Steaks liegen nach dem Dreh jetzt auf der indirekten Seite, und die noch kalte Seite des Rostes befindet sich jetzt über dem Feuer und wird deshalb auch kein Branding erzeugen. Die Steaks werden jetzt gedreht und wieder auf den noch kalten Rost über die Kohle gelegt und die zweite Seite auch wieder für 60 Sekunden gegrillt. Denk wieder daran, wenn Flammen hochschlagen, das Fleisch einfach an eine andere Stelle zu legen, um verbrannte Stellen zu vermeiden. Nach der zweiten Minute beginnt das Spiel von neuem. Den Rost um 180 Grad drehen, Steaks wenden und auf die jetzt wieder abgekühlte Seite des Rostes direkt über die Kohle legen. Ab jetzt wendest du die Steaks alle 15 Sekunden, um genau beobachten zu können, wie dunkel die Kruste ist. Diese könnte jetzt schon nach 2x15 Sekunden optimal sein, aber jeder Grillprozess ist anders. Sollte die Steakkruste jetzt noch nicht perfekt sein, flippst du deine Steaks einfach so lange, bis du mit der Kruste zufrieden bist. Mahagonifarben sollte sie sein und auf keinen Fall schwarz. Insgesamt dauert das aber bei voller Infrarothitze normalerweise nicht länger als 90 Sekunden pro Seite. Schau dir mal diese Kruste an. Kein Branding, dafür aber auf der gesamten Oberfläche schön gebräunt und nicht zu dunkel. Einfach perfekt. Ich könnte da jetzt schon wieder ausflippen. So geil. Die Steaks sind jetzt, wenn sie beim Auflegen mindestens 3 cm stark waren, im Kern noch hoch, was uns genügend Zeit gibt, sie jetzt langsam und indirekt auf die perfekte Kerntemperatur zu bringen. Du solltest beim indirekten Grillen mit einer möglichst niedrigen Temperatur arbeiten. Optimal ist ein Temperaturbereich von 100 bis 130 Grad. Auf diese Temperatur runterzufahren, geht mit einem Holzkohlegrill wesentlich einfacher als mit einem Gasgrill. Wenn du, so wie ich das empfehle, mit Körben arbeitest, kannst du einfach einen Kohlekorb aus dem Grill nehmen und die Lüftungsschlitze oben und unten nur noch einen kleinen Spalt offen lassen, damit die restliche Kohle nur noch mit wenig Sauerstoff angeregt wird, dadurch weniger glüht und damit Temperatur verliert. Da jetzt auch wesentlich weniger Kohle im Grill ist, wird sich die Temperatur im indirekten Bereich sehr schnell bei 100 bis 120 Grad einregeln. Dein Edelstahlrost, der auf der indirekten Seite wieder abkühlen konnte, ist jetzt nicht heiß und kann keine nicht gewünschten Brandings erzeugen. Du kannst die Steaks jetzt beruhigt im indirekten Bereich auflegen und den Deckel dann schließen. Lass den Deckel jetzt für ca. 7 Minuten geschlossen und prüfe dann die Kerntemperatur deines Steaks mit einem Kerntemperaturfühler. Wenn du 52 Grad erreicht hast, nimmst du dein Steak vom Grill. Lasse die Steaks jetzt noch ruhen und schneide sie dann an. Ich halte das jetzt wirklich nicht mehr aus und muss die probieren. Die Fleischsäfte und Temperaturen haben sich gut verteilt. Die Kruste ist der Oberhammer. Das bekomme ich sonst wirklich nur mit der Infrarotzone meines Gasgrills oder einem Beefer hin. Ich glaube, mehr Geschmack kann man einem Steak nicht geben. Hammergeil, da wir durch diese spezielle Methode wirklich auf der ganzen Fläche des Steaks gleichmäßig Röstaromen erzeugt haben. Richtig krass, ein echt perfektes Steak. Leute, probiert diese Methode auf dem Holzkohlegrill unbedingt aus.
verspreche euch, ihr braucht gar keine Infrarotzone und keinen Beaver mehr. Mit dieser Methode könnt ihr auf einem Holzkohlegrill ein wirklich genauso perfektes Ergebnis erzeugen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns wieder am Grill. Euer Frank von Rub & Smoke.